Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 1. Ja, im letzten Part habe ich recht abrupt aufgehört, deswegen der Part war ja auch kürzer. Auf einmal ist mein Bruder in mein Zimmer geplatzt und das war... Seid gegrüßt. Sehr komisch. Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht und die Ich habe einen riesigen Wolf getötet. Hier ist der Kopf. Doch nicht auf meinen Tisch, Herr Geralt. Das stinkt nach Krankheit. Hier sind 600 Orens. Lebt wohl. Sehr vielen Dank. 600 Orens ist sehr gut. Dann haben wir jetzt nochmal... Dann haben wir noch die Quest abgeschlossen mit der Blauäugigen. Und ihrem Bruder. Ich hoffe, wir haben ihr jetzt kein Unrecht getan, weil ich die Quest nie beendet habe. Genauso das mit der Bade und so, ist alles recht cool. Und deshalb laufen wir jetzt mal eben zu ihrem Bruder Device oder also D irgendwie bla 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 und Name, dann D, also DE und dann WEY. Was? EZ oder ZE irgendwie so? Ich bin ja Pole, das Spiel ist ja eigentlich, also ich bin ja Pole als gebürtiger Deutscher, aber meine Eltern kommen beide aus Polen und sind jedes Jahr in Polen und ich kann fließend Polnisch eigentlich. Wo ist meine Schwester? Im Bordell. Ich habe den Vampir getötet, also kann sie wieder zurück, wenn sie das will. Der Vampir interessiert mich nicht. Bringt mir meine Schwester wieder. Der Vampir ist erledigt. Wo ist mein Lohn? Ihr seht keinen Pfennig, bevor meine Schwester nicht zu Hause ist. Ach, ihr Leute, ändert euch nie. Meine Herren, Alter. Blauauge floh und der Ritter wollte nicht bezahlen. Ich hau den... Ich habe genug von dieser Stadt. Hier gibt es nur Betrüger und Scharlatane. Also wie Rittersporn ist halt sowas von ein nicht polnischer Name. Hier gibt es nur Betrüger und Scharlatane. Stadtbewohner auch nicht. Nein, so jetzt nicht, ja, aber... hat ja auch damit nichts zu tun. Das sollen ja keine polnischen Namen sein, das ist ja nur... Der Autor von dem Buch war ja nur Pole und ja. Also ein paar Namen sind schon ziemlich, sag ich mal, polnisch oder klingen sehr polnisch. Wie Sima zum Beispiel. Geht ihr immer mit dem Schwert einkaufen? Genau, das tue ich echt immer. Also wirklich. So, ich hoffe, ich finde jetzt die Schwester wieder. Nicht, dass sie jetzt irgendwie total irgendwie abgehauen ist. Mal gucken, mal gucken. So. Warte mal. Hier lang. Nein, da ist keine Tür. Wir müssen noch ein paar Sachen verkaufen. Genau, ich habe jetzt hier noch das illegale Schwert in der Seite. Und noch was. Und mal gucken. So, wo ist die Blau... Ach, die ist nicht hier. Mal gucken, ob die Kurtisanen was wissen. Wir bedienen nur die Oberschicht. Ich kann ja mal nach oben gehen. Ich guck erstmal, ich check. Gut, die sind nicht mehr da, die Vampire. Ich muss das Ganze jetzt zensieren. Habt ihr ja wohl irgendwie mitbekommen, denke ich. Ging halt nicht anders, ne? Also wirklich, sorry. Was ist das? Ach, das ist ein Streitkolben, schaut mal. Ging nicht anders, weil die waren nackig und, ja, also, und ich will keinen Strike bekommen. Wo ist denn jetzt die Blauäugige? Das nervt mich hier gerade. Ich bin noch nicht mehr ganz so krank, also ich klinge jetzt auch nicht mehr anders, ne, also, wieder volle Gewohnheit. Schloss und Schlüssel, Leuwarden, ja. Das Problem ist, wo ist jetzt diese verkackte Schwester? Das muss ich auch noch machen. Hier die Schönheit und die Schöne und das Biest. Ach, das war schon mit der Quest, oder was? Aha. Geil, ich wurde dick verarscht. Aber ist jetzt auch zu spät. Jetzt nicht verarscht, aber... Doch, ich fühle mich verarscht, ehrlich.
Das kann doch nicht sein. Guck mal, ich musste Geld ausgeben in etwa 750 Hotens für eine Quest, die mir nur EP gegeben hat. Nur weil die Schwester jetzt abgehauen ist. Und der Typ mir kein Geld gibt, weil die Schwester halt noch nicht da ist. Vielleicht sehen wir ihn ja noch wieder. Man weiß ja nie. Warte, was gibt's hier? Der Gorgo-Vertrag. Der Flatterer, der Ghoul, Kikimor. Und nicht die Kikimore. Außer da gibt es einen, irgendwie so einen Boss oder so ein episches Vieh. Dann wär's geil. Weil dann würde ich das Ding auch wegfetzen. Wo ist denn jetzt hier Leuwarden? Oder muss ich hier wieder... Tada, Moment. Ich rede mal mit dem. Ja. Leider verbietet mir mein Verhaltenskodex, meine Position für private Zwecke zu missbrauchen. Ihr wollt also nicht helfen. Moment mal. Was für ein Kodex? Das geht euch nichts an, Hexer. Okay. Zum Teufel damit. Ja, Mann, zum Teufel damit. Achso, die sind immer noch hier, oder was? Meine Herren, die ganze Zeit hier. Schränkchen, was ist denn hier? Nichts Tolles. Man kann durch die Tür laufen, das ist ganz witzig. Naja. So, wo ist denn hier Leuwarden? Leuwarden, Deklan. Ah, hier. Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Ich soll später zurückkommen, um Leuphaden zu treffen. Gut, dann zum Glück sind wir hier im Gasthaus und wir können hier pennen. Leider nicht auf dem Bett, sondern wir müssen halt irgendwie meditieren. Seid, kann ich? Ich. Ja. So. Irgendwie 24 Stunden pennen. So, ich nehme jetzt auch wieder mit DX-Story auf, weil irgendwie habe ich jetzt mit Afterburner Probleme. Wechselt sich immer ganz witzig ab, also. Aber den Afterburner habe ich eigentlich lieber, nur in, hier sieht man halt den Mauszeiger. Ich habe keine Ahnung, also ich kann mich nicht entscheiden. Mal so, mal so. Leuwarden? Hallo? Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionage-Quatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Okay, ich soll Leuwarden Kontaktperson treffen. Ich soll noch ein, wie sieht man solchen was? Gebiet? Ah ja, da war ja die Pest oder so. Na, das haben die ja noch gesagt. Ey, warte, da war noch eine Option mit ihm, aber... Also... Ich konnte nochmal mit ihm irgendwas schnacken. Ist egal. Offizier der... Oh Mann. Gibt's da so viele Standorte, oder wie? Ansonsten kommt man doch vom Deich aus dahin, oder nicht? Zu dem Alt-Visima da. Oh, nee, nicht Alt-Visima. Ich gestehe, ich finde euch. Geralt von Riva. Wie er leibt und lebt. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch offiziell Unterstützung erschlichen? Es herrscht Kriegsrecht.
In Kriegszeiten gelten andere Gesetze. Ich werde mich so gut ich kann danach richten. Das solltet ihr auch. Denn Verräter bekommen die Klinge zu spüren. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine... Geht jemand anderem auf die Nerven. Okay, das ist es schon mal nicht. Perfekt. Ein Hexer ist das Sahnehäubchen auf diesem Chaos. Aber warte, was stand da jetzt? Ich muss Leuvans Geheimagenten unter den Divisimer Straßen patrouillieren. Der muss ich jetzt finden, oder was? Verdammt, ist das heiß an diesem Berg. Immer dreist wurde gesagt, es soll auch Leute mit dem salamandisch königlichen Erlass mit der Notstand überführen. Aha. Ich arbeite zu viel. Ja gut, dann laufe ich jetzt mal an die anderen, zu den anderen Punkten. Jetzt wenn... Oder warte mal. Nein. Ach Gott. Das ist diese? Behalten euch im Auge. Mit einem Pass kann man nachts herumlaufen. Auf eigene Gefahr. Komm, gehen wir mal zum Kaufmannstor. Ah, jetzt wo wir hier sind, einen Moment. Kann ich noch ein paar Sachen verkaufen? So. 70. 100 insgesamt haben wir jetzt verdient. Wow. Verdammt viel. Ja, muss ich schon sagen. Also, echt nicht übel. Haha. Gut. Was verkauft er denn? Diese Dinger sind nicht gut. Guck mal, was... Warte, 50? Was verlangt er denn? Also, diese... Ein Stahldolch würde sich schon mal lohnen. So eine kleine Axt auch. Das eigentlich noch mehr. Das hatte ich doch eben verkauft. Ja, wenn ich sowas finde, ne? Ein Kampfhammer. Diese Sachen lohnen sich also. Okay. Ich gehe mal hier zum Schmieden nochmal kurz. Ah, warte mal. Beutel mit Salz. Riesen Tausendfüßler abwehrender Talisman. Oh Gott. Ey, stimmt, ich muss eigentlich noch Tränke brauen. Ein Hexer steckt eure Frau. Eine wunderschöne Ballade. Holzhändler. War das ein Zwinker? Nein. Beleidigt mich. Ihr beleidigt. Ja, ich weiß gar nicht, was er wollte. Willkommen. So. An ihn kann ich bestimmt keine Ringe verkaufen. Okay. Ja, toll. Ich brauche nichts von dem Typen. Hexer, erschlagt diese Preise. Wo war denn der Schmied? Die haben uns rausgejagt. Ohne ein Ungeheuer hat am Kaufmannstor einen Apotheker. Buchhändler. Warte mal. Ich hatte doch hier noch eine Rolle. Ja. Habe ich die schon gelesen? Weil, ich wollte die mal abgeben. Nee. Sehr gut, dass ich die jetzt nochmal lese. Weil die sind ja voll viel wert. Zack, 120, Alter. Für so eine komische Rolle, ey. Hexer Gerald. Ich bin überrascht. Ah, da ist der Schmied. Schmied. So, wie kann ich euch befehlen? Ich würde einen Blick auf meinen Schwert, ich würde es gerne aufwerten lassen. Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ehe ich das Schwert begutachte, müsst ihr mir einen Edelstein bringen. Ein Edelstein. Mann, was will er denn für einen Edelstein? So. Aber das ist ein Meteoritenschwert. Ich will ein Runenschwert. Diese Dinger brauche ich nicht. So eine Scheiße. Kacke, ich wollte eigentlich ein Meteoritenschwert. Also irgendwas mit Runen, ne? Ah, naja, egal. Ah, dann kann ich hier durch, ne? Blablabla, da. Ja, gut.
Wieso steht er nicht ganz einfach? Ja, hier mit Meteoritenschwert und da ist ein Stahlschwert. Hey, warte mal, hier ist ein Wachoffizier, das. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs, ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Ich muss jetzt weg. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfenterroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Okay, der Typ wusste auch nicht Bescheid. Macht Platz. Wie seid ihr ein ganz Gebrochener mit diesen Waffen auf dem Rücken? Ach, Fischhändler. Leute. Metzger. Seid gegrüßt, Fremder. Ihr habt euren Hund Ada getauft? Sie ist eine Hündin und sie ist verhätschelt und verzogen. Der Name der Tochter des Königs passt zu ihr. Ihr kennt Prinzessin Ada? Meine Frau ist Wäscherin im Palast, daher kenne ich Klatsch und Tratsch bei Hofe. Ich würde gern davon hören, wenn ich dabei eure Waren ansehen kann. Natürlich, ich habe Fleisch bester Qualität. Wir werden... Erkennt ihr mich? Schon von mir gehört? Oh Mann. Nein, der hat nichts. Euresgleichen ist hier nur Geduld. Mit einem Pass kann man nachts herumlaufen. Eigene Gefahr, eigene Gefahr. Ja. Warte, ist das ein Kaufmann? Kaufmann, aber der verkauft nichts, ja? Nein, der verkauft nichts. Rathaus. So, hier, gepanzerter Wachmann. Ich sah, wie ein spinnenartiges Ungeheuer am Kaufmannstor einen Apotheker zerriss. Wie hat die Kreatur ausgesehen? Denkt euch einen Hund, der eine Spinne frisst und wieder auskotzt. Denkt euch dann die Spinne hundertfach größer. Nein, tausendfach größer. Gebt ihr die Fratze und die Heimtücke meiner Schwiegermutter, dann habt ihr euer Ungeheuer. Eine professionelle Beschreibung. Danke. Ich schlug mit dem Schwert auf die Bestie ein und wollte sie nicht näher in Augenschein nehmen. Nochmals. Danke. Okay. Kikimo sehen da, ne? Die Banditen gekümmert. Wurde gesagt, soll auch Leute mit dem Salamander. Ich wette, der Orden hat ihn angeheuert. Möglich. Die Ritter sind zwar Die Salamandra erweisen sich als. Da ist auch noch ein Wachoffizier und da auch. Na, mal gucken, vielleicht hätte er was zu sagen. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Oh. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn, hier ist der Plan. Schlag Mitternacht trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung, aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch! So, ich muss um Mitternacht in die Kloaken hinabsteigen und den Geheimagenten treffen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das wird cool. In den Kloaken, da gibt es auch ein Lagerfeuer. Und das ist noch besser, weil dann... Ihr seid dran. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher... Also, das ist cool. Guck mal, das Kind balanciert hier sogar. Gut, da haben wir den gefunden, den Fachmann. Zum Glück wurde das am Anfang angezeigt, weil dann konnte ich mir den Spaß merken. Nein, hier waren die Kloaken, genau. Ja, gut. Da weiß ich nicht, Alter, wie lange kann ich noch aufnehmen? Hat sich viel in dem Part eigentlich gemacht? Eigentlich nicht, ne? Manchmal schwer einzuschätzen. Wenn ich ehrlich bin, also... So, da gibt's ein Feuer. So. Da, Alchemie.
Weißmöwe, ne? Genau. Mir fehlt Rebis. Scheiße, mir fehlt noch ein Stoff. Das ist nicht gut. Vitrol. Warte mal. So, ich penne schon mal bis Mitternacht, das ist ja schon mal egal, ne? Aber man kann ja nach den Grundstoffen sortieren. Da ist hier, wartet mal. Rebis. Achso, ich habe nur eine. Alles klar, hat sich erledigt. So. Droppen die Dingen keine Rebis? Muss ich mich vor den Kloaken treffen oder in den Kloaken? Ich denke vor, wenn ich hier nochmal raus muss. So. Ist das der Wachoffizier? Ja? Adieu. Okay, das sind die einen gewesen. Also jetzt doch hier drin. Ey, eben war da niemand. Oh, Mann. Ach so, ich muss weiter voran, also weiter nach vorn, mich durchschnetzeln. So. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Ja, ist unten Wasser. Kameraden, die Leiter. Ist alles bereit? Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Und da sollen wir wie durch? Ist das heiß in diesem Ding? Okay, ist egal. Wir sind ein Hexer, wir können alles, ne? Ich finde die Zeichnung, die jetzt hier ist, im Menü, voll geil. In der Ladesequenz. Generell, das Gezeichnete ist cool. Ja, aber das ist hier die tote Stadt, ne? Hier Quarantäne und so. Mit die Architektur damals, ich fand die damals irgendwie voll cool. So, gut. Gehen wir hier mal lang rein. Salamander versteckt. Ja, so versteckt sind die ja wohl nicht, ne? Oh, Kacke. Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redaniern. Sagte, der Kristall dampft sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente, der Handel mit Fistech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Ihr habt doch nichts... Ich hab nichts gemacht. Fuck. Na, easy. Zack. Yo, der beschwört da einfach irgendwas.
Kacke, Alter. Jetzt hier irgendwie so ein Ungeheuer. So, jetzt stirbt das Ding. Komm schon. Oh, sehr schön. Okay. So, hier ein illegales Schwert. Schon mal ein bisschen Geld mitnehmen quasi. Und was essen. Das ist wichtig. So, Ausdauer-Regeneration. Komm, fressen wir noch ein bisschen Käse. So, nehmen wir den ganzen Spaß mal mit. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Stahldolch besser war. Wertvoller war. Ich nehme es mal mit. Weil, ja, ist einfach so. Die Sorgen, ich weiß nicht, ich nehme den einfach auch mal mit. Vielleicht, ansonsten verkaufe ich den. Ist dann nichts wert, aber na, was sollen wir machen? Also, was bleibt mir anderes über? Übrig. Schlüssel. So, lag hier sonst noch was? Nee, ne? Nee. Ich gehe da gleich hin. Erstmal nach unten. Bevor wir uns irgendwie teleportieren oder sowas. Kann ja alles da. Fuck! Nein! Boah, ich bin so tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wow! Ich bin so tot. Ja, gut, das war mir schon klar. Also, irgendwie, das war echt schon hart. Jetzt, auf einmal sind da übelst viele. Also wie der erste Kampf, der ging, der war noch ganz gelassen. Ganz gediegen. Der zweite, ey, oben, unten, also unten meine ich jetzt. Der war jetzt nicht so cool. Warte mal, die Cutscene fängt ja jetzt erst an, wenn wir das einmarschieren, ne? Mach ich schon mal den. Und ess schon mal was. Hallo, essen. So. Jetzt können wir schon mal skippen. Ich hab was gehört. Jetzt können wir nochmal kämpfen, nur diesmal. Ja, jetzt machen wir mehr Schaden, wa? Das ist auch kein Problem mehr, ne? Weil das ist hier, jetzt sind wir natürlich heftig. Ey, Gruppenstahl ist eigentlich so gut. Komm, direkt nach unten, Alter. Keine Zeit verlieren. Verschwenden. So, jetzt hier die nächsten. Bam, zack. Ich werde euch töten. Na gut, das war jetzt auch nicht so der heftigste Kampf, aber so, es geht. Ist halt nichts, ne? Hat sich schon mal gelohnt, hier nach unten zu gehen. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. So, war hier nicht noch irgendwo jemand? Ja, da. Alles klar. Gut, jetzt gehen wir nochmal nach oben und looten die ganzen. Wenn die nicht jetzt weg sind irgendwie. Sind die weg? Nee. Ups. Schlüssel zum Tor des Salamander-Stützpunktes. Oh, Zwergenbrand. Das kann vielleicht auch qualitativ hochwertiger Grundstoff sein.
Ja. Alles klar, mal gucken. Bravo, ein eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich, werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück. Sagt Anna schöne Grüße. Oh Mann, na schön. Salamandra politisch integrieren, eine magische Spiegel. Ich werde sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Gut, dann würde ich mal sagen, dass ich hier die Folge beende. Bis dahin. Ciao. Ne, ciao, ciao.